England im ausgehenden 12. Jahrhundert. An die Stelle von Richard Löwenherz ist sein Bruder Johann getreten. Blutige Fehden der Feudalherren haben das Land verheert. Wilfried von Ivanhoe, Gefolgsmann von Richard Löwenherz, ist durch dessen Nachfolger seines Titels und Besitzes beraubt, als Geächteter in die Wälder gegangen. Wartet einen Augenblick. Wer seid ihr? Was wollt ihr von uns? Wohin wollt ihr so eilig und wer ist der Mann da? Beides geht euch nichts an. Gebt den Weg frei. Wie mir scheint, ist der Edelmann verwundet und müsste dringend verbunden werden. Kümmert euch um nichts, was euch nichts angeht. Lasst uns sofort vorbei. Wir stehen im Dienst von Sir Cedric von Hastings und sind unterwegs zu seinem Schloss. Und warum habt ihr den Mann da gefesselt? Bindet ihn auf der Stelle los. Ich wüsste nicht warum. Ihr habt uns nichts zu befehlen. Oh doch! Der Mann steht von diesem Augenblick an unter meinem Schutz. Nehmt ihn gefangen! Auf ein Pferd und flieh! Verfolgt sie! Lass uns Herr Hastings in Stücke reißen! Los! Weiter! Gib nur diesen Weg durch den Wald. Dem Verwundeten kommt er nicht weit. Jemand. Macht auf, aber schnell! Ich komme, Augenblick. Um aller heiligen Willen, beeilt euch! Wer poltert an die Tür eines frommen Mannes, der sein armseliges Leben nur mit Fasten und Beten verbringt? Jemand, den das Unwetter im Wald überrascht hat und der im Namen Christi um ein Obdach bittet. Tja, im Namen Christi muss ich euch wohl aufmachen. Hab Dank. Ich will hier nur abwarten, bis sich der Sturm gelegt hat. Meinetwegen. Ich werde euren Frieden nicht lange stören. Nehmt's mir nicht übel, von Leuten, die ich beherberge, sehe ich gern mehr als bloß die Nasenspitze. Das ist euer gutes Recht. Ich bin ein armer Mann, aber wenn ihr mein Brot mit mir teilen wollt, würde ich mich freuen. Ihr Eremiten bringt oft Wunder zustande. Wie meint ihr das? Wenn trockenes Brot so verlockend nach gebratenem duftet, ist das vielleicht kein Wunder? Ihr habt eine gute Nase, Herr.
Heute ist das Fest des heiligen Ephesius, meines Schutzpatrons. Da habe ich das Fasten auf morgen verschoben. Ich möchte wetten, dass da drin noch mehr versteckt ist. Wahrscheinlich so viel, dass man jeden Tag einen anderen Schutzpatron damit feiern könnte, was? Eda! Aufgemacht, Alter! Habt ihr euer Pferd draußen angebunden? Nein, ich hab's in den Wald laufen was lassen. Was ist? Willst du endlich öffnen? Versteckt euch, die werde ich schon los. Nur langsam, ich komm schon. Ich bin schon da. Das hat aber lange gedauert. Sind hier zwei Männer vorbeigekommen. Sag mir die Wahrheit oder du bekommst es mit Sir Hastings zu tun. Wie soll ich jemanden sehen, wenn ich vom frühen Morgen bis zum späten Abend im Gebet versuche? Aber die Spuren führen bis zu deiner Hütte. Auf mein Wort, Herr, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Der nächste Blitz soll mich erschlagen, wenn ich zwei Männer gesehen habe. Ich will dir glauben, Eremit, aber wehe, wenn du gelogen hast. Dann ist es für immer vorbei mit den frommen Liedern und dem Fasten und du kannst dem Teufel und seiner Großmutter die Zeit vertreiben. Gehen wir! Ihr könnt wieder rauskommen, sie sind weg. Ihr wisst, dass mit Sir Cedric nicht zu spaßen ist. Warum habt ihr für mich euren Kopf riskiert? Weil ich euch wiedererkannt habe. Ihr seid Wilfried von Ivanhoe. Ich hatte gehofft, dass sich nach so vielen Jahren niemand mehr an mich erinnern würde. Vielleicht haben die anderen euch vergessen, ich nicht. Ihr habt mir mal das Leben gerettet. Vor Jahren auf der Fahrt ins Heilige Land war ich in die Hände der Ungläubigen gefallen und ich wäre ein toter Mann gewesen, wäret ihr mir nicht zu Hilfe geeilt. Dann sind wir jetzt also quitt. Das Gewitter ist vorbei. Und nun wollt ihr wieder gehen und euren Gefährten suchen, der sicher verwundet ist und den ihr irgendwo im Wald versteckt habt, nicht wahr? Ihr wollt auf den Busch klopfen, hm? Das war nicht schwer zu erraten, Wilfried von Ivanhoe. Die Berittenen von Hastings suchten zwei Männer. Und ihr würdet nie einen Freund im Stich lassen, noch dazu, wenn er verwundet ist. Ich komme mit, vielleicht braucht ihr nochmal meine Hilfe. Ah, die Sonne kommt schon wieder durch. Wo mag es denn bloß stecken? Sonst kommt's gleich beim ersten Pfiff. Na bitte. Da bin ich wieder. Er ist verschwunden. Die Berittenen von Hastings müssen ihn doch noch gefunden haben. Dabei war er so gut versteckt, ich begreife es wirklich nicht. Ihr macht euch völlig umsonst Gedanken. Ihr dürft mir glauben, dass euer Freund in besten Händen ist. Woher wollt ihr das wissen? Die Leute, die ihn mitgenommen haben, wollten uns hiermit einen Wink geben. Es ist ein unverwechselbares Zeichen. Und wer verbirgt sich hinter diesem Zeichen? In diesem Wald lebt eine Handvoll tapferer Männer, die gegen die Normannen und die Gewaltherrschaft der Feudalherren kämpft. Diese Rebellen sind es, die euren Freund gefunden haben. Wenn ihr es wollt, führe ich euch zu ihrem Versteck. Und ob ich das will, das Leben dieses Mannes ist mir so teuer wie mein eigenes. Ich möchte wissen, wo Sie so lange bleiben.
Wir warten jetzt schon über 2 Stunden. Ihr dürft nicht vergessen, dass der Gefangene verwundet ist, wie uns der Bote berichtet hat, Sir Bertrand. Vielleicht müssen Sie deshalb langsamer reiten. Wenn ich dabei wäre, ich würde ihm schon Beine machen. Auch wenn er es nicht überleben würde. Du weißt, dass wir ihn lebendig brauchen. Nur so haben wir ein Druckmittel gegen Rowena in der Hand. Ich gehe jedenfalls. Wohin? Das wisst ihr doch. Ins Dorf Loten, das sich unseren Befehlen widersetzt hat. Es wird Zeit, dass man den Leuten Gehorsam beibringt. Seit wann kümmert sich mein Sohn um Dinge, für die wir unsere Soldaten bezahlen? Wie wäre es, wenn du Cook hinschicktest mit seinen Raufbolden? Wozu willst du dir die Finger schmutzig machen? Er ist mit entsprechenden Befehlen schon dahin unterwegs. Aber ich bin sowieso in der Gegend. Ich will heute Nacht noch nach Milford. Ich habe verstanden. Wahrscheinlich wohnt dort jemand, für den du dich besonders interessierst, was? Ihr habt den Schwarze getroffen, Vater. Ich habe nicht viel im Sinn mit unseren stolzen Sächsinnen wie der spröden Rowena und noch weniger mit den normannischen Damen. Ich war immer für das Wilde, das sich doch meinen Wünschen beugt. Und ich glaube, genau das habe ich gefunden. Ja, als ich jung war, konnte ich sie auch nicht wild genug haben. Also dann viel Vergnügen, mein Sohn. Aber nimm dich in Acht. Die Wildkatzen haben scharfe Krallen. Davor habe ich mich noch nie gefürchtet, Vater. Redmond, habt ihr euch eigentlich mal überlegt, wie wir an sie rankommen, wenn die Sache mit ihrem Bruder aus irgendeinem Grunde nicht klappt? Sicher. Es gäbe da die Möglichkeit, sie des Hochverrats anzuklagen. Weil sie mit den sächsischen Rebellen sympathisiert und sie unterstützt. Man könnte ihr den Prozess machen und sie verurteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass eine hübsche Frau wie Rowena es lieber vorzieht, klein beizugeben, bevor sie ihren schönen Hals dem Henker hinhält. Ich fürchte, ihr kennt Rowena nicht, Redborn. Wenn es drauf ankommt, haben wir Sachsen einen dicken Schädel. Und im Übrigen brauchte man Beweise, um sie verurteilen zu können. Die zu beschaffen nicht schwer wäre. Ich kenne einen gewissen Wilfried Cox, einen sächsischen Edelmann, der seinerzeit der beste Freund von Rowenas Vater war. Ein brauchbarer Mann ohne Skrupel, der für Geld alles tut. Er würde so viele Meineide schwören, wie wir wollen. Ja, trotzdem wäre mir der erste Plan lieber. Wenn wir erst ihres Bruders habhaft geworden sind und ihn vor ihren Augen foltern, wird sie ohne Zögern in die geplante Heirat einwilligen. Hör zu! Es ist unser Wunsch, dass die edle Rowena von Stretford unseren Schützling Brian Godwold heiratet. Wenn das gelingt, Cedric von Hastings, bekommt ihr 2/3 der Mitgift. Johann, König von England. Ich glaube, das lohnt sich. Was meint ihr, Redborn? 2/3 der unübersehbaren Ländereien von Stretford werden dann an mich fallen. Sie machen mich zum mächtigsten in Sussex. Sie kommen. Habe ich mich getäuscht oder war der Gefangene wirklich nicht dabei? Wo habt ihr den Gefangenen? Sir Cedric, alles war wie nachts gelaufen. Arthur von Stretford war in die Falle gegangen und obwohl er wie ein Löwe kämpfte, hatten wir ihn gefangen. Wir waren noch 2 Wegstunden vom Schloss als... Was war da? Weiter! Wir wurden überfallen. Ein Reiter, dessen Gesicht nicht zu erkennen war, stürzte sich im Wald von Chendo auf uns. Er war allein, aber er kämpfte wie 100 Mann. Wir versuchten Widerstand zu leisten. Aber er befreite den Gefangenen und ist mit ihm entflohen. Verräter! Schmeichlinge! Dazu sind sie ein Kopf oder Gaslaut, damit sie sich von einem einzigen Mann besiegen lassen! Rachen! Werf den Mann in den Kerker. Er soll in schwere Ketten gelegt werden, bis ich über sein weiteres Schicksal entschieden habe. Sir Cedric, nun bleibt euch wohl nichts anderes übrig, als Rowena den Prozess zu machen. Es scheint so. Ich versuche ein letztes Mal, sie umzustimmen. Hey. Hör mal, du Alunke, du hast aber eine merkwürdige Art, deine Freunde zu empfangen. Ich wollte nicht aus der Übung kommen und aus euch beiden hat sich hier noch niemand blicken lassen. Es gibt genug Normannen, die du als Zielscheibe benutzen kannst, Tuck. Sag mir erst mal, wer der Fremde ist, den du mitgebracht hast. Ich kann weit und breit keinen Fremden sehen, Tuck. Merk dir, wer mit Etebaldus kommt, ist dein Freund, wer immer er auch sei. Wo ist Loggi? Er muss im Lager sein. Führ uns zu ihm. Hey.
Sperrt die Hühner ein und passt auf die Würste auf. Der Eremit ist da. Hölle und Schwefel über euch, freches Gesinde. Sei gegrüßt, Loki. Das ist wirklich eine Überraschung. Ich bürge für ihn, Loki. Er ist dein Freund. Wie geht es dem Verwundeten? Die Wunde ist nicht sehr gefährlich, aber er hat eine Menge Blut verloren. Mhm. Schläft er? Nein. Ich würde gern allein mit ihm sprechen. Gut, kommt mit. Schläft. Arthur. Arthur von Stratford. Wie geht es euch? Wer ist der Mann? Euer Retter, mein Sohn. Sag mir wenigstens euren Namen, damit ich weiß, bei wem ich mich bedanken kann. Ich bin Ivanhoe, Wilfried von Ivanhoe, dem eure Schwester versprochen war. Die arme Rowena. Sie ist von Cedric von Hastings entführt worden. Er hält sie auf seinem Schloss gefangen. Hast du vorhin Cedric von Hastings schreien gehört? Seine Stimme bebte vor Zorn. Wann hätte Hastings jemals anders als im Zorn gesprochen? Ja, ich weiß, aber ich bin in Sorge um Arthur. Er wird von meiner Entführung erfahren haben und dass man mich hier gefangen hält. Er ist verloren, wenn er allein hierher kommt. Lass uns allein. Rowena von Stratford, wie ich soeben höre, ist euer zukünftiger Gatte Brian Gottwald schon aufgebrochen. Er befindet sich seit 2 Tagen auf dem Weg zu diesem Schloss. Möchtet ihr, dass er seine Reise fortsetzt, oder soll ich ihm einen Boten entgegenschicken, mit eurer Weigerung, euch dem Willen des Königs zu beugen? Der König mag über meine Person verfügen und über meinen Besitz, aber er kann meinem Herzen nicht befehlen und mich zwingen, einen Treueschwur zu brechen. Wem habt ihr Treue geschworen? Ha, dass ich nicht lache. Ivanhoe vielleicht? Einem Mann, der seit dem Tode König Richards verschwunden ist und nichts mehr von sich hören lässt? Und was wäre, wenn er vom Kreuzzug überhaupt nicht mehr zurückkäme? Würdet ihr auch einem Toten treu bleiben wollen? Ja, warum nicht? Ich würde der Welt entsagen und mein Leben im Kloster verbringen. Schluss mit dem Geschwätz! Ich habe dem König mein Wort gegeben. Und wenn ich euch zwingen muss, ich werde mein Wort nicht brechen. Das braucht ihr nicht ausdrücklich zu betonen. Alles, was ihr mir bis jetzt angetan habt, beweist es zur Genüge. Ihr habt euch in der Abwesenheit meines Bruders meiner bemächtigt. Ihr habt mich auf euer Schloss geschleppt und behandelt mich wie eine Gefangene. Aber ihr seid ja dafür bekannt, dass ihr das Recht mit Füßen tretet. Ihr seid im Irrtum, Rowena. Es war mein Recht, mich eurer zu bemächtigen. Ich halte euch vorläufig hier gefangen, weil schwere Beschuldigungen gegen euch erhoben worden sind. Welche Art? Ihr habt euch des Verrats am König schuldig gemacht. Ihr unterstützt die sächsischen Rebellen und ihr wisst genau, welche Strafe euch für dieses Vergehen erwartet. Ich rate euch zum letzten Mal, heiratet Brian Gottwald. Wir können nur so eine Verurteilung verhindern. Ich wusste, ihr würdet nichts unversucht lassen, mich zu zwingen. Ihr hofftet, dass ich mich den Drohungen beugen würde. Aber ich fürchte euch nicht, Cedric von Hastings. Macht mir ruhig den Prozess. Ich werde ihn auf mich nehmen. Ja, sie soll immer noch an ihn denken. Sie ist widerspenstig und unbeugsam. Beruft das Gericht in 2 Tagen ein. Seid darauf bedacht, dass alle Richter Männer sind. Es sind Männer, die keine Schwierigkeiten machen werden. Ich habe schon eine Liste zusammengestellt. Was ist mit diesem Wilfred Cox? Habt keine Sorge. Er wird genau das sagen, was wir wollen. Glaub mir, Ivanhoe, all die Jahre ist Rowena ihrem gegebenen Versprechen treu geblieben. Sie hat alle Freier ausgeschlagen und auf euch gewartet. Aber jetzt wollen die Hastings sie mit einem Edelmann verkuppeln, der ein Günstling des Königs ist. Was wolltet ihr eigentlich unternehmen, als ihr zum Schloss geritten und in die Falle gestolpert seid, die euch Hastings Männer gestellt hatten? Ich weiß es nicht. Ich wollte sie befreien. Ich wünschte mir sehnlichst, auf Bertrand von Hastings zu treffen
um den Burschen umzubringen. Oder von ihm umgebracht zu werden. Es war das Dümmste, was ihr machen konntet. Nein, nein. Man muss sie von einer anderen Seite packen und ihnen die Macht nehmen, die sie sich angemaßt haben. Etebaldus, sagt allen, die sich mit euch verbündet haben, dass von heute ab Wilfried von Ivanhoe sein Schwert und sein Leben der gerechten Sache weihen will. Gegen Willkür und Tyrannei und vor allem gegen die Gewaltherrschaft des Verräters Hastings. Ihr sollt unser Führer sein. Und ich schwöre euch im Namen meiner Männer absoluten Gehorsam. Ich verlange nur eins. Ihr dürft niemals und niemandem gegenüber meinen Namen preisgeben. Ab sofort bin ich für alle Rebellen, auch für euch, meine besten Freunde, nur ein unbekannter Edelmann. Seid gnädig, Herr. Habt Erbarmen. Nehmt uns nicht unser letztes Brot weg. Woher sollen unsere Hände die Kraft haben, weiterzuarbeiten? Hör auf mit deinem Gejammer! Ich habe euch warnen lassen, ihr solltet den Rebellen nicht mehr helfen. Ihr habt euch nicht um meine Warnungen und Befehle gekümmert. Und der da hat es sogar gewagt, gemeinsame Sache mit diesen Hunden zu machen. Aber Herr... Schweig, Alter! Und merkt's euch gut. Heute wird mir nur einer für den Ungehorsam bezahlen. Aber wenn ihr nochmal gegen meinen Befehl verstoßt, wird euer verdammtes Dorf in Flammen aufgehen. Können wir wieder zurückreiten, Sir Burton? Wir haben alles zusammengeholt, wie ihr es befohlen habt. Los, vorwärts! Worauf wartet ihr? Daniel! Daniel! Lass ihn los! Was hat er denn getan? Hook, wartet auf der Straße nach Milford auf mich. Dort werde ich noch vor Sonnenaufgang wieder zu euch stoßen. Kent, kennen ihr, kommt mit mir. Lasst mich los! Habt Erbarmen! Ich habe nichts getan, ich schwöre es euch! Befiehl deinen Leuten, den Gefangenen freizulassen. Ihr, Herr Soldat! Ergebt euch! Halt, Männer! Werft eure Waffen weg! Sir Bertrand, Sir Bertrand! Was ist denn los? Ich muss Sir Bertrand sprechen. Was fällt dir ein, hierher zu kommen? Ich bringe eine wichtige Botschaft, Herr. Einen Augenblick, warte. Also? Herr, wir sind von den Rebellen überfallen worden. Deswegen kommst du hierher? Oder willst du mir weismachen, dass euch das Lumpenpack in die Flucht geschlagen hat? Sie waren in der Überzahl. Außerdem kamen sie auch nicht allein. Sie wurden von einem unbekannten Ritter angeführt. Er hat uns bloß am Leben gelassen, weil wir euch sagen sollten... Hast du etwa Angst vor mir? Sprich weiter! Wir sollten euch und eurem Vater sagen, dass die Zeit der Rechtlosigkeit vorbei ist. Bertrand, was geht hier eigentlich vor? Nichts, nichts, mein Kind. Geh rein, ich komm gleich. Na, geh schon. Wer war dieser Mann? Sein Gesicht war nicht zu erkennen, aber er geht mit dem Schwert um wie der Leibhaftige. Reitet sofort zum Schloss und sagt meinem Vater Bescheid. Ich komme in ein, zwei Stunden nach. Beeilt euch. Na?
Ich bin neugierig, was die Hastings unternehmen. Es war der erste direkte Überfall auf ihre Soldaten. Er wird sie bestimmt alarmieren. Das mag sein, aber wir werden dadurch bestimmt auch Zulauf von neuen Rebellen bekommen. Und Ravenna? Einem unserer Leute ist es gestern gelungen, verkleidet ins Schloss zu gelangen. Er hat mir berichtet, dass eure Schwester mit allem Respekt behandelt wird. Ich habe Ravenna nicht vergessen. Und ich werde nicht eher ruhen, bevor ich sie wiedergesehen und befreit habe. Wie ich aus Erfahrung weiß, habt ihr eine Schwäche für Gebratenes. Deswegen habe ich mir die Freiheit genommen, eigenhändig einen saftigen Hasen für euch zu braten. Das war eine prächtige Idee. Ihr könnt so bleiben, Etebaldus. Er weiß, dass der Geist verkümmern würde, wenn man nichts Richtiges in den Magen bekommt. Kommt, Freunde. Von Sir Cedric von Hastings, Herr von Sussex, Baron von Lothen, Graf von Sherwood und Ehrenknappe seiner Majestät des Königs. Es wird bekannt gemacht, dass ein Prozess in diesem Schloss stattfindet, und zwar gegen Ravenna von Stratford, die des Verrats angeklagt ist. Jedermann, der zu dem Fall etwas vorzubringen hat, wird aufgefordert, sich zu melden. Sir Cedric von Hastings. Führt Ravenna von Stratford herein. Edle Herren, man hat euch hier zusammengerufen, um ein Urteil zu fällen über Ravenna von Stratford, die des Verrats bezichtigt wird. Gerecht möge euer Urteilsspruch sein und vor allem gottgefällig. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ravenna von Stratford, einziger Punkt der gegen euch erhobenen Anklage ist, wie ihr wisst, die Unterstützung der Rebellen. Das ist ein Verstoß gegen das Edikt, das wir verkündet haben. Bekennt ihr euch schuldig? Obwohl ich euer Edikt für anmaßend halte, bin ich mir nicht bewusst, es jemals verletzt zu haben. Ruhe, edle Herren. Es war in der Nacht zum 7. April dieses Jahres, Ravenna. Da klopfte an die Pforten eures Schlosses der flüchtige Sachse Archibald Lehn. Ihr habt ihn aufgenommen und damit der Gefangennahme entzogen. Ihr habt ihn mit Waffen versehen und ihm dadurch ermöglicht, den Kampf gegen uns fortzusetzen. Ich habe den Mann niemals gesehen, also kann ich diese Vergehen unmöglich begangen haben. Ihr lügt, Ravenna von Stratford! Ihr streitet es weiterhin ab! Ich streite es ab und ich weiß, dass ihr niemanden finden werdet, der das Gegenteil beweisen kann. Ruft den Edelmann Wilfried Cox herein! Wilfried Cox, seid ihr bereit, die Beschuldigung zu wiederholen? Ich bin dazu bereit. Seid ihr sicher, dass ihr mit eigenen Augen gesehen habt, wie Archibald Lehn von der Beschuldigten Ravenna von Stratford Waffen und Unterkunft erhalten hat? Absolut sicher. Wilfried Cox, abtrünniger Sachse, wisst ihr noch, wie ihr meinen Vater um Hilfe angefleht habt, weil er euer bester Freund war? Und wie immer half euch mein Vater? Die Worte eines Verräters wiegen nicht schwer. Ich will, dass ihr auf die Bibel schwört, vor allen Anwesenden. Ich schwöre, dass das, was ich gesagt habe, der Wahrheit entspricht. Ist jemand unter den Anwesenden willens und fähig, etwas zugunsten der Beschuldigten vorzubringen? Der Schuld überführt. Der Schuld überführt. Der Schuld überführt. Der Schuld überführt. Da
Das Urteil ist hiermit gefällt. Rowena von Stratford, ihr seid für schuldig befunden worden und nach dem Gesetz zum Tode verurteilt. Aber ich habe Mitleid mit euch und gebe diesem Gefühl nach. Deshalb fordere ich euch auf, eure Schuld zu bekennen und euch unser Mitleid zu überantworten. Cedric von Hastings, ich bin unschuldig. Und dabei bleibe ich. Mittel, es zu beweisen, habe ich leider nicht. Aber ihr wart leichtfertig genug, den Worten eines Verräters zu glauben und mich zu verurteilen. Darum verlange ich das Gottesurteil. Ich gebe mein Leben in die Hand des Edelmannes, sei er nun Normanne oder Sachse, der meine Unschuld mit den Waffen beweisen soll. Prior von Wessex, befindet darüber, ob mein Verlangen gerecht ist. Ich wäre dafür, dass man Ihre Bitte erfüllt. Rowena von Stratford hat das Recht, das Gottesurteil zu verlangen. Dem Verlangen Rowenas von Stratford wird hiermit stattgegeben. Wer findet sich bereit, für die Anklage mit den Waffen zu kämpfen? Ich. Rowena von Stratford ist schuldig, ich bin noch immer davon überzeugt. Ich bin bereit, mit jedem Edelmann zu kämpfen, der das Gegenteil zu behaupten wagt. Die gewünschte Probe findet in 4 Tagen auf dem Turnierplatz statt. Und ich gebe das feierliche Versprechen ab, mich dem Gottesurteil auf jeden Fall zu unterwerfen. Siegt mein Sohn Bertrand, wird er über das Leben Rowenas von Stratford verfügen, wie es ihm beliebt. Sollte er aber unterliegen, kehrt sie frei auf ihre Besitzungen zurück. Sie versucht doch nur, das Verschlingen zu verhindern. Es war ein gerechtes Urteil. Ihr braucht euch bestimmt keine Sorge zu machen. Diese Probe wird nur einmal mehr eure Macht beweisen, Sir Cedric. Daran zweifle ich nicht. In der ganzen Grafschaft gibt es keinen Edelmann, der meinen Sohn besiegt. Richtig. Und trotzdem scheint euch irgendetwas nicht zu gefallen, Vater. Dieses Mädchen hatte etwas in den Augen, was mich zittern macht. Sie hat noch nicht aufgegeben. Ich habe schon alles erfahren. Wie konntet ihr euch auf diese Weise dem Schicksal anheimgeben? Bertrand ist ein guter Kämpfer. Der Mann gewinnt fast jedes Turnier, das wisst ihr selbst. Ich bewundere eure unbeugsame Haltung, aber ich weiß nicht... Schon gut, Isabella. Ich habe Vertrauen zu Gott. Er verlässt mich nicht, glaub mir. Geh jetzt. Lass mich bitte allein. Wo bist du, Ivanhoe? Warum kommst du nicht, um für mich zu kämpfen? Ich wollte es nach Birmingham. Ich habe schon eine Woche verschoben. Im Gottesurteil sieht man nicht jeden. Die Leute behaupten ja, sie wäre unschuldig. Schon möglich. Die Richter waren alle Freunde der Hastings. Gegen Sir Bertrand zu beweisen, dass Rowena von Stratford unschuldig ist, so möge er sich melden. Ich wiederhole, bin in Übereinstimmung mit dem Gesetz, im Namen Gottes und des Rechtes, ein Mann von hohem Rang bereit ist, gegen Sir Bertrand zu kämpfen, um damit vielleicht die Unschuld Rowenas von Stratford zu beweisen, möge er sich melden, bevor die Fanfaren zum letzten Mal blasen. Die zweite Aufforderung, aber niemand wagte sich für die Verteidigung Rowenas zu melden. Wer sollte auch so vermessen sein, es mit Bertrand von Hastings, dem besten Kämpfer in der Grafschaft und in ganz Sussex, aufzunehmen? Ich bin bereit! Wer seid ihr? Sagt mir euren Namen. Sir, ich bürge für den Ritter, dass er würdig ist zu kämpfen. Darf ich es verkünden? Hiermit erkläre ich feierlich, dass der Bewerber ein Edelmann ist. Seine Herausforderung ist ordnungsgemäß und stimmt mit dem Gesetz überein. Ich komme hierher, um zu beweisen, dass Lady Rowena von Stratford unschuldig ist.
Mit der Hilfe Gottes, der meinen Arm führen wird, will ich beweisen, dass die von Cedric von Hastings erhobene Anklage gegen sie falsch ist. Da ich die Absicht habe, ehrlich zu kämpfen, wird der Himmel mich schützen. Schlingt eure Schärpe um meine Lanze, Milady. Damit bindet ihr euer Schicksal an das meine und ich meins an das eure. Den Helm. Ihr auch seid, ich bitte euch um Gnade für das Leben meines Sohnes. Rowena von Stratford, erlaubt mir, dass ich eure Schärpe als Andenken behalte. Und ich bitte euch, mir euren Namen zu sagen, damit ich ihn ab heute in meine Gebete einschließen kann. Ich kann euch diese Bitte nicht erfüllen, Milady. Ein heiliger Schwur verbietet es mir. Es muss euch genügen, dass ich ein Retter bin, der für den Sieg der Wahrheit und Gerechtigkeit gekämpft hat. Cedric von Hastings, ich verlange, dass ihr mich zu meinem Schloss zurückbringt. Ihr verlangt, was euer Recht ist. Aber das Schloss liegt einen Tagesmarsch weit entfernt. Es wäre nicht klug, bei Nacht zu reisen. Ihr wisst, wie unsicher die Straßen geworden sind. Morgen früh bei Sonnenaufgang wird euch eine Eskorte auf euer Besitztum bringen. Ihr habt mein Wort, Milady. Musik.
Mir wäre lieber, ihr hättet mich sterben lassen. Besser vor aller Augen umgebracht werden, als in Schande weiterleben. Sei beruhigt, mein Sohn. Du wirst diesen Mann irgendwann wieder treffen. Und dann wirst du ihn hoffentlich nicht verschonen. Und so lange gibt es auf der Welt einen elenden Sachsen, der sich vor allem damit brüsten kann, Burton von Hastings besiegt zu haben. Das war bestimmt kein Sachse. Die Sachsen sind nicht halb so tapfer wie dieser Mann. Im Übrigen wäre ein Sachse um Bitten für Gnade taub. Er würde euch umgebracht haben. Das bedeutet, dass es ein normannischer Verräter gewesen sein muss. Das hoffe ich bald in Erfahrung gebracht zu haben. Im Augenblick ist aber etwas anderes viel wichtiger. Dass Rowena noch eine Nacht in unserer Hand ist. Glückwunsch zu eurem Sieg. Wie geht es ihr? Habt ihr sie gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. Sie hat sich kaum verändert in all den Jahren. Aber ich konnte nicht mit ihr sprechen. Sie hat keine Ahnung, wer sie gerettet hat. Ich habe mich beim Turnierleiter als Graf von Andrews ausgegeben und ihm meinen wirklichen Namen verheimlicht. Das war klug von euch. Werden die Hastings ihr Versprechen halten und Rowena freigeben? Sie würden den Hass und die Verachtung aller auf sich ziehen, wenn sie das Gottesurteil missachten. Wie frech sie auch sein mögen, das werden sie kaum wagen. Für einen Augenblick blieb mir fast das Herz stehen, Isabella. Ich glaubte, hinterm Visier Ivanhoes Augen erkannt zu haben, aber dann sagte ich mir, Ivanhoe ist ein freier Ritter und hat von den Hastings nichts zu befürchten. Warum sollte er sich also verbergen? Vielleicht, um euch nach vielen Jahren erstmal heimlich zu sehen und dabei etwas zu tun, was ihm eure Liebe für immer sichert. Vielleicht wird er morgen, wenn ihr zu eurem Schloss zurückkehrt, plötzlich vor euch stehen, euch umarmen und sagen, Rowena, da bin ich. Gestern beim Turnier habe ich dir das Leben gerettet und heute bin ich hier, um dir zu sagen, ich liebe dich noch so wie vor Jahren. So wird es immer bleiben, Rowena, ich schwöre es dir. Wenn es nur so wäre, Isabella. Ich möchte Ivanhoe treu sein, aber ab heute ist das nicht mehr so einfach. Ich verstehe euch nicht. Liebt ihr ihn denn plötzlich nicht mehr? Bis heute gehörte mein ganzes Herz Ivanhoe. Aber das ist nun anders. Er muss es jetzt mit dem unbekannten Edelmann teilen. Macht euch deswegen keine Vorwürfe. Dankbarkeit und Liebe sind zweierlei. Wo seid ihr, Herr? Was gibt's denn? Schlimme Botschaft. Ein Trupp Soldaten unter dem Kommando von Cook marschiert seit Stunden auf das Dorf Loten zu. Die meisten Bewohner sind mit ihrer Harve in die Berge geflohen. Von wem weißt du das, Lockie? Von mir, Herr. Am selben Tag, als ihr mich gerettet habt, hat in der Nacht ein Fremder ein Pergament an meine Haustür genagelt. Darauf stand, dass ich und das ganze Dorf der gerechten Strafe nicht entgehen würden. Zwei Bauern haben vorhin die anrückenden Soldaten gesehen. Lockie, rufe sofort alle Männer zusammen. Wir wollen diesen Hunden einen freundlichen Empfang bereiten. Ich komme mit. Nein, ihr seid noch zu schwach, um zu kämpfen. Ich habe euch das Leben gerettet und fühle mich für euch verantwortlich. Thank you.
Arthur von Stratford. Wilfred Cox. Dem Himmel sei Dank, dass ich euch endlich finde. Was führt euch zu mir? Die Hastings haben ihr Wort gebrochen. Als Rowena vom Turnierplatz kam, hat man sie eingesperrt. Ich habe einen Plan, wie man sie befreien kann, aber allein schaffe ich es unmöglich. Woher wusstet ihr, dass ihr mich hier finden würdet? Ich hoffte nicht euch, sondern den Unbekannten, der eure Schwester gerettet hat, hier zu finden. Ich habe seine Spur quer durch den Wald verfolgt und da finde ich euch. Wer ist dieser geheimnisvolle Ritter? Ihr kennt doch bestimmt seinen Namen. Ich kenne ihn, aber ich muss ihn für mich behalten. Nicht mal einem Freund darf ich ihn verraten. Ich habe geschworen, bitte versteht mich. Aber zu Rowena, wie wollt ihr sie befreien? Ich will es euch verraten. Ich weiß im Schloss der Hastings Bescheid wie kein anderer. Es gibt einen Geheimgang, durch den man ganz leicht das Schloss betreten kann. Von keinem bemerkt. Nicht mal die Hastings wissen, dass er existiert. Sobald wir im Schloss sind, zeige ich euch, wie wir zu Rowena gelangen. Gut, gehen wir. Hey, Rodgard! Sucht ihr den Hinkenden, der vorhin hier rumgeschlichen ist? Ja. Der ist zum Wald gelaufen, Brennholz sammeln. Er wird schon merken, dass er weg seid. Kommt. Wie geht's denn weiter? Wir warten, bis es dunkel wird. Uns darf niemand sehen, wenn wir in den Geheimgang gehen. Keine Menschenseele ist zu sehen. Das Dorf ist wie ausgestorben. Wahrscheinlich sind sie geflohen. Werft Feuerbrände in die Häuser! Sieht wie ein Spalt, ist in Wirklichkeit ein in den Felsen geschlagener Gang. Er führt unterm Wassergraben hindurch, direkt in den Waffensaal des Schlosses. Gut. In den Waffensaal kommt selten jemand. Wartet hier auf mich. Ich will sehen, ob der Weg zu Rowenas Zimmer frei ist. Gut. Wir brauchen den Burschen lebend. Fort
bei dem, bringt ihn ins Verlies. Foltert ihn, schmutziger Verräter. Langsam kommen wir unserem Ziel näher. Wir können die Stratfordschen Ländereien schon als unser Eigentum betrachten. Bring einen Krug Wasser, schnell! Plötzlich bekam ich eins über die Rübe und es war stockfinster Nacht um mich. Als ich zu mir kam, hörte ich, wie jemand meinen Namen rief. Es war Sir Arthur, aber ich konnte nicht antworten, weil ich geknebelt war. Wenig später hörte ich den Hufschlag von zwei Pferden. Dann war es wieder still. Ich glaube, wir müssen das Lager abbrechen. Irgendjemand muss uns hier aufgestöbert haben. Dieser jemand hat Sir Arthur dazu gebracht, ihm zu folgen. Ich fürchte, Loki hat recht. Wäre es nicht möglich, dass er noch irgendwo im Wald ist? Ich werde ein paar Männer losschicken, die nach ihm suchen sollen. Damit verlieren wir bloß kostbare Zeit. Sucht lieber gleich im Schloss der Hastings nach ihm. Ich sehe mich da in der Nähe mal ein bisschen um. Vielleicht finde ich was, was uns weiterhilft. Wir treffen uns morgen, noch vor Sonnenaufgang, unter den drei Eichen von Ringwald. Aha. Machen! Öffnet! Rowena von Stratford. Ich wollte nicht versäumen, euch vor eurer Abreise noch etwas zu zeigen, was euch bestimmt interessieren dürfte. Arthur, mein Bruder! Verwünscht sollt ihr sein! Keine Angst, euer Bruder ist nur ein wenig ohnmächtig geworden. Wir wollten den Namen des Unbekannten erfahren, dem ihr das Leben verdankt. Aber er schweigt beharrlich und verrät ihn nicht. Ihr dürft mit ihm zufrieden sein, er ist ebenso stolz wie ihr. Eines Tages wird euch der Himmel strafen. Eure Verwünschungen treffen mich nicht. Und wir foltern Arthur weiter, wenn er wieder zu sich kommt. Ich gebe euch mein Wort, die Qualen, die ihr bis jetzt erleiden musste, waren nichts im Vergleich zu dem, was ihn noch erwartet. Hört ihr? Aber es liegt in eurer Macht, ihm weitere Foltern zu ersparen. Ihr wisst, wovon ich spreche. Ja. Den Ehekontrakt, Redbone. Ist mein Bruder jetzt frei? Er ist frei, sobald ihr die Gattin von Brian Godward seid. Chester. Wir sind hier fertig, ihr könnt ihn abnehmen. Wie ihr wisst, handelt es sich um einen Gefangenen von Rang. Jeder seiner Wünsche ist zu erfüllen. Im Rahmen des Möglichen, versteht sich. Zwei Stunden bis zum Schloss und ich bin jetzt schon müde. Es scheint ja ein prächtiges Fest zu werden. Jedenfalls haben wir noch nie so viel abgeben müssen. Bei uns haben die Soldaten gestern fünf Gott zum Gruß, schöne Frauen. Wohin denn so eilig mit all diesen Gaben des Herrn? Zum Schloss der Hastings. Dort wird morgen ein großes Fest gefeiert. Und was feiern die Herren von Hastings, wenn man fragen darf? Ich würde sie gern in meine Gebete einschließen, liebe Frauen. Eine Hochzeit, eine Geburt oder den Tod eines Feindes? Eine prachtvolle Hochzeit. Lady Rowena vermählt sich mit einem Ritter. Ah, Rowena von Stratford, ist das nicht die, die man gestern noch verurteilen wollte, wenn nicht ein geheimnisvoller Ritter gekommen wäre und sie gerettet hätte? Merkwürdig, dass ihr euch darüber wundert, guter Pater. Ihr müsst doch wissen, dass die Gnade oft seltsame Wege geht. Ihr predigt es uns doch immer. Auf das St. Winibald, St. Winifred, St. Hubertus und der heilige Thomas von Kent euch weiter dem Pfad der Tugend wandeln lassen und euch beschützen und segnen mögen, liebe Frauen. Habt ihr nicht ein paar dieser Gottesgaben übrig für einen armen und schwachen Mann, der sein Leben nur mit Beten und Meditieren verbringt? Nehmt das, armer Vater, und werdet nicht müde, den Beistand und die Fürbitte aller Heiligen für uns zu erflehen. Bloß noch eine Frage, liebe Frau. Ist der Bräutigam bereits im Schloss? Ich? Nein, aber er wird wohl jeden Augenblick erwartet. Habt Dank, liebste Frauen, und der Herr möge mit euch sein. Ich muss schon sagen, die Gegend hier gefällt mir. Wollt ihr vielleicht nach eurer Vermählung mit Rowena hierbleiben, Sir Brian?
Das weiß ich noch nicht. Das hängt ganz vom Wunsch meiner Braut ab. Sie ist von altem Adel und würde sich auch am Königshofe nicht schlecht ausnehmen. Jetzt müssen wir doch bald da sein. Hey, Bauer! Wie viele Meilen sind's noch bis zum Schloss der Hastings? Acht, Herr. Aber ihr werdet wohl nie dort ankommen. Was willst du damit sagen, frecher Flegel? Lass mir dieser Pfeil aus der Hand fliegen, falls euer Pferd einen Schritt auf mich zumacht. Es wäre wirklich ein Jammer um euch. Sagt euren Männern, sie sollen die Schwerter stecken lassen. Seht euch um, Herr. Und hofft nicht, einer von ihnen könnte vorbeischießen. Ich glaube fast, erst wie wenn man in diesem Lande leben wollte, müsste man vorher erst seine Bewohner allesamt zum Teufel jagen. Ich müsste dich für die Frechheit bestrafen, aber ich will mich nicht aufhalten. Wie viel muss ich dafür bezahlen, damit ihr mir den Weg frei macht? Tut mir leid, Herr, das kann ich euch beim besten Willen nicht sagen. Aber da ist jemand, der euch dringend sprechen möchte. Vielleicht werdet ihr mit dem handelseinig. Wenn ihr mir bitte folgen wollt. Kommt mit! Wilfried von Ivanhoe! Ihr habt recht gesehen, Brian Goodwald. Wilfried von Ivanhoe, der Mann, dem ihr die Frau nehmen wollt. Ich schwör's euch bei meiner Ehre. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Das Versprechen, euch zu heiraten, hat man Rowena mit Gewalt abgerungen. Ihr Besitz soll an König Johann und die Hastings fallen. Vielleicht seid ihr guten Glaubens und wisst davon nichts. So ist es, Ivanhoe. Ich schwöre es euch. Nein, Tebaldus, ich glaub, heute hast du deinen Knüppel umsonst mitgenommen. Macht nichts, wenn das auch ein Edelmann ist. Es gibt noch genug Halunken. Ich habe einen Plan, Brian. Kommt mit, lasst die beiden allein. Wie kann ich Johann trauen, da er doch König Richard verraten hat? Ich glaube, die Zeit ist reif für ein England ohne Privilegien der Feudalherren. Was das betrifft, wird Johann halten, was er Richard Löwenherz versprochen hat. Wenn das wahr ist, wird er keinen ergebeneren Gefolgsmann haben als mich. Aber im Augenblick muss ich hierbleiben und einen Kampf zu Ende führen, zu dem ich eure Hilfe erbitte. Das heißt, ich bin euer Gefangener. Ihr und eure Männer werden mit allem Respekt behandelt werden, bis ich wieder zurück bin. Der Edelmann Sir Brian Goodwald. Seid willkommen, Sir Brian Goodwald, im Schlosse der Hastings und nehmt zur bevorstehenden Hochzeit meine herzlichsten Glückwünsche. Ab dann, Sir Cedric. Erlaubt mir, dass ich euch den Begleitbrief seiner Majestät übergebe, Sir. Seine Majestät empfiehlt euch mit warmen Worten, obwohl das kaum nötig war, das versichere ich euch. Mein Sohn Bertrand, der Prior von Wessex, der eure Vermählung zelebrieren wird. Und mein Minister Redbone. Mein Schildknappe Tuck und Pater Etebaldus, Berater, Beichtvater und Freund. Wahrscheinlich habt ihr den Wunsch, sofort eure Braut zu begrüßen. Wir wollen euch nicht auf die Folter spannen. Da kommt Rowena von Stratford.
Edle Rowena, ihr wart mir als Schönheit gepriesen worden, aber jedes Lob muss vor der Wirklichkeit verblassen. Habt Dank, Brian Goodwood. Ich versichere euch, dass ich mich geehrt fühle und überaus glücklich bin. Welch wunderschönes Paar. Sie waren wirklich füreinander bestimmt. Die Schatulle, Tuck. Ein bescheidenes Geschenk, das ihr bitte annehmen wollt. Öffne sie, wenn du allein bist. Habt Dank, Herr. Und nun, Rowena, kredenzt eurem Verlobten den Willkommenstrunk, wie es Brauch ist. Rowena hat unerhörtes Glück. Brian ist ein Mann, mit dem sie sich sehen lassen kann. Und nun, edle Herren, bitte ich euch, mich zu entschuldigen. Ich möchte mich zurückziehen. Das ist der glücklichste Tag meines Lebens. Meine Herrin, wie habt ihr den... Lass mich bitte allein, Isabella. Ich rufe, wenn ich dich brauche. Meine Schärpe. Er war es also. Warte heute Abend auf mein Zeichen. Ich liebe dich, Ivanhoe. Ich unterwerfe mich den Wünschen meiner Gemahlin. Ob hier oder woanders, Prior, wer Rowena zum Weib hat, ist wohl überall daheim. Dessen bin ich sicher, mein Sohn. Ich bitte um Verzeihung, Prior, aber ich muss euch unseren verliebten Bräutigam für einen Augenblick entführen. Oh, bitte sehr. Mein lieber Brian, ich nehme doch an, dass ihr im Bilde seid über die bestehende Absprache mit dem König. Die Ländereien, ich meine die Mitgift von Rowena betreffend. Der König hat in der Tat über sowas gesprochen. Ja, es handelt sich dabei um eine Belohnung, weil die Mittlerrolle, die ich zu spielen, die Ehre hatte, oft nicht ganz einfach war. Und ah ja, ich erinnere mich. Ein Drittel der Mitgift beansprucht der König. Und zwei Drittel fallen an euch. Und ihr wäret damit einverstanden? Die Kassen seiner Majestät sind so gut wie leer und ich freue mich, wenn ich ihm zu Geld verhelfen kann. Was mich betrifft, so wisst ihr, dass ich von Hause aus kein armer Mann bin. Ja, ich bin sogar unermesslich reich, weil ich Rowena zur Frau bekomme. Demnach hättet ihr wirklich nichts dagegen, dass ich meinen Minister beauftrage, in diesem Sinne ein Schriftstück vorzubereiten. Aber nein, im Augenblick habe ich bloß einen Wunsch, dass es bald morgen werden möge und Rowena mir angetraut wird. Sir Arthur! Sir Arthur, hört ihr mich? Ja. Ich soll euch sagen, dass es bald soweit ist. Wir werden euch befreien. Jemand wird kommen und euch rausholen. Ich meine, Rowena von Stratford konnte keinen besseren Stoßen Mann finden. Stoßen wir ihn an, ja? Auf Brian Goodwood und seine hübsche Tuchteltaube, Rowena von Stratford. Lang lebe Brian und Rowena. Schau mal nicht mit. Von mir aus kann jeden Tag eine heiraten. Wir finden schon den Plätzchen, zieh dich nicht lange. Wenn ich noch ein paar Haare hätte, würde ich sie mir einzeln auslaufen. Da erlebt man mal einen Tag, an dem es so viel Wein gibt. Und da muss man Wasser saufen. Und warum? Weil man ein Mensch ist, der seine Pflicht ernst nimmt. Ich bin nicht neugierig, jawohl. Aber was für Pflichten sind das? Da fragt ihr noch, ich bin der Kerkermeister vom Schloss. Und das Schlimme ist, ich liebe meinen Beruf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den Hastings viele Leute im Gefängnis sitzen, oder doch? Es ist bloß einer. Aber ist so viel wert wie 100.
Ich muss ihn persönlich Tag und Nacht bewachen. Es ist Arthur von Stratford. Was, wirklich? Ja, bestimmt. Da müsst ihr verdammt gut aufpassen, was? Wir haben eben alle an einem Kreuz zu schleppen, mein Bruder. Vertrauen verdient Vertrauen, lieber Freund. Ich muss gestehen, ich bin einem guten Tropfen auch nicht unbedingt abgeneigt. Aber sollte man es für möglich halten? Mein Herr Sir Brian will davon nichts wissen. Er sagt, solche Gelüste wären für einen Mann wie mich einfach unmöglich. Als ob wir nicht auch Menschen aus Fleisch und Blut wären, wie die anderen, mit allen Schwächen. Ja, sehr richtig. Stellt euch bloß mein Pech vor. Vor ein paar Tagen konnte ich mir ein hübsches, handliches Fässchen Wein beiseite schaffen, voll Burgunder. Ein Wein wie Himmelstau. Burgunder? Ich habe schon davon gehört, er soll durch die Kehle laufen wie Nektar. Seit Tagen schleppe ich ihn mit mir rum, aber ich traue mich nicht, ihn zu probieren. Habt ihr etwa bei euch? Womöglich hier im Schloss? Sicher, ich werde doch so einen kostbaren Schatz nicht im Stich lassen. Na wunderbar, Burgunder. Was würdet ihr davon halten, wenn ich später, wenn alle schlafen, mit dem Fässchen wiederkäme? Wir könnten ihn zusammenbringen, was meint ihr? Ihr halt macht das Trinken nur mal wie die meisten hübschen Sachen. Habe ich so lange auf dich warten müssen. Ich habe fast nicht mehr geglaubt, dass du wiederkommst. Während ich auf dem Kreuzzug war, hat König Johann mir Titel und Besitz genommen. Ich bin ein Geächteter. Ich muss mich verborgen halten und meine Feinde bekämpfen. Deswegen habe ich mich mit den Rebellen verbündet. Bitte sprich leiser. Auf dem Flur ist eine Wache. Genau das habe ich befürchtet. Darum bin ich durchs Fenster gekommen. Der König weiß, dass ich ein Gefolgsmann von Richard Löwenherz war. Das hat er mir nie verziehen. Meine Feinde hatten bei ihm leichtes Spiel. Sie haben erreicht, dass er mich in Acht und Bann geworfen hat. Aber ich gebe nicht auf, Rowena. Zwei Berittene sind unterwegs zum König. Sie bringen ihm eine wichtige Botschaft von mir. Bald hoffe ich, wieder ein freier Edelmann zu sein. Du weißt nicht, wie ich inzwischen gelitten habe. Um mich zum Nachgeben zu zwingen, hat man meinen Bruder gefangen genommen und gefoltert. Und wer weiß, ob man den Ärmsten nach der Hochzeit wirklich freilässt. Glaub mir, es wird alles gut werden. Absit injuria verbis. Ohne Einschränkung sei gesagt, die französischen Weine sind die besten der Welt. Was meint ihr? Es lebe Frankreich! Ja, ja, es lebe Frankreich. Da. Gut, was? Aber wenn dich einer im Gefängnis sieht? Hab keine Angst. Etibaldus hat die Wächter betrunken gemacht. Auf morgen, Rowena. Dann wird uns nichts mehr trennen können. Hey, ja!
Kerkermeister! Der Bursche schläft niemals. Er läuft von früh bis spät in der Zelle rum wie ein Tiger im Käfig. Zum Teufel, hört den keiner! Oh, lieber Sackflöten! Legt euch hin und schlaft endlich, verdammt noch mal! Chester, geh mal hin und sieh nach, was der Radaubruder will. Kerkermeister! Soll ich mir denn die Lunge aus dem Hals schreien? Komm ja schon. Der Gefangene quält sein Gewissen, er will einen Beichtvater. Der Spaßvogel, er will einen Beichtvater. Wo soll ich den um die Zeit auftreiben? Er wird doch nicht verlangen, dass ich den Brier aus dem Bett hole. Er soll bis morgen früh warten. Hör mal, Donald. Niemand soll mir vorwerfen, dass ich da war und ihm den Trost des Glaubens versagt habe. Ich bin bereit, seine aufgewühlte Seele zu beruhigen. Wie sollte ich Wurm in Zukunft mit reinem Gewissen dem Herrn unter die Augen zu treten wagen? Wir haben kein Recht zu verweigern, was uns die Nächstenliebe gebietet. Memento homo quia pulvis es, et in pulverem reverteris. Ja, richtig. Ihr seid ja da. Und sicher ist euer Zuspruch so gut wie euer Burgunder. Chester, begleiten Sie den ehrwürdigen Vater sofort zu diesem Wahnsinnigen und hoffen wir, dass seine Worte ihn beruhigen werden. Lasst mich bitte mit dem Gefangenen allein, mein Sohn. Gut. Der wird eine Weile Ruhe geben. Schnell, zieht euch deine Kleider über, Sir Arthur. Vollbracht und wo ist Rowena? Das erkläre ich euch später. Ihr müsst hier raus und euch mit Locky treffen. Ich verschwinde durch den Geheimgang, durch den ich gekommen bin. Hm? Gut. Gehen wir auf unsere Zimmer. Wir dürfen keinen Verdacht erregen. Ja, schnell. Leute, Gewalt und Willkür haben ein Ende. Der lang ersehnte Augenblick, auf den ihr alle gewartet habt, ist gekommen. Ich bin Arthur von Stratford. Der Kampf wird nicht leicht sein, das wisst ihr. Aber weil wir diesen Kampf im Namen der Gerechtigkeit führen, wird der Sieg unser sein. Wir sind nicht allein.
Überall in den Wäldern warten die Geächteten auf das Zeichen, um sich mit uns zu verbünden. Gegen die Gewaltherrschaft der Hastings. Ich werde euch führen. Wo bleiben Sie nur? Sie müssen längst hier sein. Tja, wer weiß. Da kommen Sie ja. Es wurde aber auch Zeit. Nimm deine besten Männer, Lockie. Ich weiß, wie wir ungesehen ins Schloss kommen. Vertraut euch ruhig meiner Führung an. Dory, Willi, Andrew, Quillig, ihr geht mit mir. Ihr anderen wartet hier, bis ich euch holen komme. Der Himmel erbarmen möge. Einen Mann heiraten zu müssen, den man nicht liebt, wie furchtbar. Du musst mich nicht bedauern, Isabella. Es ist wirklich nur halb so schlimm, wie ich dachte. Sir Brian ist doch sehr galant. Huh? Aber was hast du denn? Nichts. Ich verstehe nicht, wie ihr... Die Fanfare. Es ist soweit. Komm. Hier ist es. Hinter dem Felsbrocken fängt der Geheimgang an. In wenigen Minuten muss die Vermählungszeremonie beginnen. Dann dürfte es für euch nicht schwer sein, unbemerkt bis zu dem Saal vorzudringen. Hab keine Sorge, wir schaffen es bestimmt. Ich warte mit deinen Männern und den Leuten aus dem Dorf am Waldsaum auf euer Zeichen. Dann greifen wir von außen an. Verlasst euch auf uns. Achtet auf das verabredete Zeichen. Gott stehe euch bei, Herr. Vorwärts, Leute. Seid ihr endlich? Mac wird uns hinführen. Man kann nicht behaupten, dass die Braut es eilig hat. Tadeln wir sie nicht, Pater. Man hat ihr in diesem Haus viel Unrecht zugefügt. Hoffen wir wenigstens, dass nicht auch diese Verbindung ihr wieder ihren Willen aufgezwungen worden ist. Rowena lässt auf ganz rechnen. Vielleicht kommt sie mit dem Hochzeitsstand. War schon vor einer Stunde. Sie wird schon einen Grund haben, das Ganze hinauszuzögern. Aha, dann stimmt es einfach doch, dass sie weggehen. Nein, so treffen wir das nicht bei Rowena. Glaubt mir, meine lieben Kinder, ich freue mich, dass ich diesen Tag erleben darf, an dem der Himmel mir vergönnt, euch für ein Leben lang als Eheleute zusammenzugeben. Verteilt euch. Vier vor den Saal, der Rest auf die Zimmer. Rowena von Stratford, antworte mir mit Ja, wenn du zum legitimen Gemahl den hier anwesenden Brian Woodward nehmen willst, nach den Regeln unserer heiligen römischen Kirche. Ja. Und du, Brian Goodwald, willst du die anwesende Rowena von Stratford zu deiner legitimen Gemahlin nach den Regeln unserer heiligen römischen Kirche nehmen, so antworte mit Ja. Danke, Prior von Wessex, für eure freundlichen Worte und die wundervolle Zeremonie, bei der euch aber ein winziger Fehler unterlaufen ist. Das ist das Zeichen! Gertrude von Hastings,
Du hast dir gewünscht, wieder auf mich zu treffen, um Revanche zu verlangen. Da bin ich, Wilfried von Ivanhoe. Verschone mich. Ich gebe dir so viel Gold, wie du willst. Arthur, mein Bruder. Wir haben es geschafft. Wer seid ihr? Wilfried von Ivanhoe. Wir, Johann von England, haben befohlen, dass der Bann nichtig sein soll, mit dem wir den edlen Wilfried von Ivanhoe belegt haben. Wir geben ihm Besitz und Titel zurück und machen bekannt, dass alle gegen ihn erhobenen Beschuldigungen auf falschem Zeugnis beruhten. Johann, König von England. Es lebe König! Hoch König!